Herzlich willkommen in Wuppertal, Reformationsstadt Europas. Also Wuppertal ist eine evangelische Stadt in der Vergangenheit gewesen, sehr evangelisch geprägt und eine Stadt in großen Umbrüchen. Die Bevölkerungszusammensetzung hat sich verändert, die Menschen leben nicht mehr wie früher von der Textilindustrie und mittendrin ist die evangelische Kirche. Eine Kirche, die sich verändert, die sich bewegt, die sich auf die Menschen einlässt, wie man auch hier etwa an diesem Ort gut sehen kann. Und zur Geschichte der evangelischen Kirche in Wuppertal gehört natürlich die Barmer Theologische Erklärung, die uns prägt. Hier in der Gemarker Kirche mitten in Wuppertal-Barmen wird der Impuls der Reformation im 20. Jahrhundert bis heute erfahrbar. Im Mai 1934 kommen hier 139 Synodale aus allen Gebieten Deutschlands zusammen und widersetzen sich in ihrem Beschluss der nationalsozialistischen Kirchenpolitik. Als Kirche Jesu Christi mitten in der Stadt wollen wir nicht nur durch unsere Kirchtürme die Silhouette der Stadt prägen, sondern wir wollen das Miteinander gestalten. Wuppertal ist eine Stadt im Wandel und die Kirche ist auch mit im Wandel. Und das merkt man an ganz großen, bedeutenden Dingen. Wir haben die Gemarker Kirche und gleich auf dem gleichen Grundstück eine neu gebaute Synagoge. Das ist ein Zeichen, finde ich, ein starkes Zeichen in der Stadt, dass man friedlich miteinander leben kann. Nicht nur nebeneinander, sondern auch miteinander. Und ich finde, da sollten sich viele Nationen, viele Gebiete in der ganzen Welt, ich gucke mal auf den Nahen Osten als Beispiel, mal eine Scheibe von abschneiden. Man kann friedlich, wunderbar zusammenleben. Da bin ich stolz drauf.